Willkommen zurück zum nächsten Technical Trading, das ich in Kooperation mit Arriva präsentiere. Mein Name ist René Wolfram von realmoneytrader.com und wir haben auch heute eine aktuelle Trading-Chance, auch in diesem Fall eher längerfristig, und zwar bei den Anleihen, denn die sind wieder attraktiv, wie wir hier schon in der Vorschau sehen. Und dann wollen wir uns gar nicht lange in Vorreden aufhalten, schauen kurz auf die rechtlichen Hinweise, die auch heute wieder gelten, und steigen direkt in die Thematik ein und blicken auf das historische KGV-PE-Ratio in den USA. Und zwar ist das hier dargestellt in dieser Grafik als Durchschnitt, als durchschnittliche Ratio bzw. PE-Ratio, und zwar mit Standardabweichung dargestellt. Also man guckt, was ist der Schnitt in den letzten 10 Jahren gewesen und wie stark weichen wir gegenwärtig davon ab. Das ist in dieser Darstellung hier dargestellt. Das soll uns aber an der Stelle gar nicht interessieren, mich jedenfalls hier nicht. Es ist schon relativ hoch, aber es ist dann nicht der Höchstwert. Wir hatten anno 2000, das ist die dreifache Standardabweichung, jetzt ist es die 1,3-fache. Wir hatten voriges Jahr mehr als das Doppelte der Standardabweichung, also da sind wir jetzt noch nicht im Extrembereich, aber wie gesagt, das soll gar nicht mein Thema sein, sondern das, was mich interessiert, ist das KGV, wie es aktuell offiziell dargestellt wird. Ob das dann final stimmt oder nicht, das ist deshalb nicht so relevant oder kaum relevant, weil wenn das die Zahlen sind, auf deren Basis das Gros der Marktteilnehmer seine Entscheidungen trifft, dann können die Zahlen falsch sein. Wenn alle auf diese Zahlen achten, dann treffen Sie hierauf basierend Ihre Entscheidung und dann können wir damit arbeiten. Zum Vergleich, wir können ja nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Wir müssen ja immer irgendwie etwas auf einen Nenner bringen. Das kennt ja jeder aus der Mathematik, damit man es vergleichen kann. Und zu diesem Zwecke gibt es die sogenannte Gewinnrendite. Ich habe dazu schon mal ein Video gemacht auf meinem YouTube-Kanal, werde dazu in Kürze auch noch mal eins machen, in einer neuen Reihe, die wir bald starten. Die Gewinnrendite für Aktien wird errechnet, indem man 100 durch das KGV, durch das aktuelle KGV teilt. Also im Moment liegt das KGV bei 30,8 für den S&P 500. Also teilen wir 100 durch 30,8 und da kommt 3,24 raus. Das ist die Gewinnrendite des S&P 500 gegenwärtig. Wenn wir die Gewinnrendite für den Aktienmarkt berechnet haben, dann haben wir damit auch eine Vergleichbarkeit mit Anleihen. Also wie attraktiv sind Anleihen gegenüber Aktien? Und da sehen wir, dass Stand 20. Juli, also Stand heute, hier die 10-Year-T-Notes eine Rendite von 3,849% haben. Heißt also, die Rendite von den Anleihen ist größer als die von den Aktien. Man muss aber auch dazu sagen, im Jahr 2000 war diese Lücke im Hoch des Aktienmarktes, also als er dann tatsächlich sein Hoch ausgebildet hat und toppte, war diese Lücke viel, viel krasser. Also damals hatten wir eine Gewinnrendite bei Aktien von 2, will nichts Falsches sagen, irgendwas mit 2,6 so um den Dreh herum in der Spitze. Und die Anleihenrenditen waren so um die 6%. Also nur weil das jetzt hier schon ein bisschen attraktiver ist, heißt es nicht, dass alles in die Anleihen reinstürmt. Das muss man auch immer sehen. Also, aber es geht in die Richtung, dass die Anleihen definitiv wieder attraktiver werden. Und deshalb bietet es sich an, hier längerfristig schon mal Tranchen reinzunehmen. Erste Anfangspositionen, zum Beispiel mit dem Turbo Open End von Vontobel. Die WKN lautet VU9NDH. VU9NDH. Hebel liegt bei 4,29. Ist also relativ konservativ. Einstieg Market, Stop Loss 5 € und Exit ist gegenwärtig erstmal offen. Es ist als längerfristige Position gedacht und es ist auch so gedacht, dass hier mehrere Tranchen reingenommen werden und das ist eine davon. Das war's für heute. Ich wünsche allen einen spannenden und erfolgreichen Resthandel und verabschiede mich bis zum nächsten Technical Trading.